Abendmode. Was ist beim Kauf von Abendmode zu beachten? Und dieses Thema geht's heute live hier auf Instagram. Nach der Sommerpause. Ich habe einen Gast eingeladen, die Josephine. Die Josephine ist von Kreation Josephine, hat einen tollen Laden in Kirchheim, hat ich glaube, sie will schon rein. Hat sich auch spezialisiert auf Josephine. Wo ist sie? Ich suche sie mir gleich. Da ist sie. Gehe ich davon aus, dass sie gleich kommt. Sie hat sich auch spezialisiert ein bisschen auf große Größen, was ich wirklich ganz arg wichtig finde, weil ich der Meinung bin, dass Frauen einfach Beratung brauche. Wow, da ist sie ja schon, die Josephine. Herzlich willkommen in meinem Live hier zum Thema Abendmode. Wow, warte mal, ich muss mal ganz kurz meine Kamera verstellen, immer wenn wir zu zweit sind. Ich glaube, du bist auch ein bisschen tief. Ja, wunderbar. So, wunderbar. Ich freue mich, dich zu sehen. Liebe Josephine, es ist mir eine Ehre, dich heute in meinem Live zu haben. Hallo, liebe Susanne, ich freue mich auch, dass wir das jetzt endlich mal geschafft haben. Super, finde ich auch. Und ich habe dich angepriesen als Expertin auch für Abendmode. Du hast einen Laden in Kirchheim, du hast Frauen bei dir auch, die Beratungsbedarf haben, die auch Curvys haben. Und wo ich einfach denke, wow, wie wichtig ist das Thema auch Abendmode. Und da habe ich an dich gedacht. Und deswegen habe ich viele Fragen vorbereitet, was ist beim Kauf von Abendmode zu beachten, die Fehler und so weiter. Aber jetzt als allererstes stell du dich mal kurz vor, bevor wir in das Thema Abendmode starten. Ja, hallo, mein Name ist Josephine Buchele. Meine große Freude, das Leidenschaft gebe ich nicht mehr, das ist kein schönes Wort. Ich liebe Mode. Seit ganz über 20, 30 Jahren, bin Stylistin seit über 15 Jahren und vor 5 Jahren habe ich mir den eigenen Traum verwirklicht für ein eigenes Geschäft mit Schwerpunkt große Größen und habe das aber ausgeweitet noch auf besondere Mode. Die Sachen gibt es nicht im Internet zu kaufen und weil die Nachfrage so groß war, habe ich aufgestockt bis Größe 54. Wow. Und die Frauen sind natürlich mega dankbar, dass sie bei mir die außergewöhnlichen Sachen finden aus den Kollektionen, weil das bin dann ich. Ich liebe auch extravagante besondere Sachen und es ist einfach schön, die Frauen aufgehen zu sehen, wenn sie sich dann mal komplett neu vorm Spiegel sehen. Dass sie sich mal trauen, ne? Das ist es ja, das Thema. Trau dich, zeige dich. Das macht uns eins, also wir sind ein eigenes Universum. Wir dürfen so sein, wie wir sind. Und wir müssen uns nicht verstellen. Und wenn wir dann authentisch sind, dann können wir nur noch strahlen. Dann werden wir ganz anders wahrgenommen. Und das ist Mode. Und zu dieser Mode gehört das Passende darunter. Ja, genau. Deswegen machen wir das gemeinsam. Genau, seit vielen Jahren. Drunter nichts ist, ist drüber auch nichts. Genau. Ja, deswegen schaffe ich mir auch schon viele Jahre zusammen. Ich war ja bei dir auch schon eingeladen zum Wäscheabend, weil es einfach drunter und drüber stimmen muss. Und deswegen freue ich mich. Du hast ja auch gesagt, du liebst das Extravagante. Ja, das macht dich schon sehr besonders. Ich beobachte dich ja auch auf Instagram. Du hast ja hier einen Instagram-Kanal, wobei du auf Facebook, glaube ich, ganz stark bist. Ich glaube, gell? Da machst du ja auch ganz viel. So, genau. Und ich finde schon deinen Hintergrund, den finde ich ja schon der Oberknaller. Also ganz ehrlich, Josephine, da kann mein Hintergrund hier einpacken. Muss ich echt sagen. Pariser Oper. Ja, das ist so der Sitzplatz rund um den Kamin, wenn dann die Männer da sind, dass die entspannt sind. Ich habe noch eine Bar, nachher ganz zum Schluss mache ich einen kleinen Rundgang mit meiner Kamera, weil weiße Wände und Kleider stehen, da kann jeder. Ja, aber das bin ich. Ja, mach ich nicht. Das ist eh. Ja, aber ich habe immerhin auch eine schöne Blutwelle. Ich bin ja stark eventbasiert, ja, mit Duftlesungen, literarische Abende, Styling-Workshops, Schmink-Workshops, einfach Cocktailabende, Ladies Night, also da gibt es ganz, ganz viele coole Sachen. Ah, oh, sehr schön. Aber um das nochmal auf das Thema Abendmode zurückzukommen, was mich wirklich interessiert, ist wirklich, was machen die Frauen oft falsch? Ich weiß, man soll immer positiv, aber ich möchte mal wirklich die Fehler, wo man wirklich vermeiden sollte, wenn man loszieht und Abendmode für sich kaufen möchte. Es ist wirklich, dass
das Allerkrasseste ist, dass der BH dann die Spitze hat. Wenn es ein glatter Stoff ist, sollte das drunter auch glatt sein, weil das zeichnet sich ab. Das macht das ganze Bild kaputt. Vor allem, wenn daneben dran noch ein anderer Stoff ist, der dann Muster bringt, dann wirkt es einfach nicht mehr. Ja? Oder dass die Silhouette einfach, oder die haben keinen Halt von der Brust her. Die Brust ist zu weit unten und die gehört hoch, dann haben sie eine Taille, dann sieht es optisch natürlich schon mal wieder ganz anders aus. Ja, es ist einfach wirklich manchmal schauerlich, was ich da sehe. Und dann gebe ich deinen Kontakt immer mit. Und das nächste Mal denke ich, ja, sie waren bei der Susanne, haben gekauft. Und dann haben sie das auch eingesehen. Und vor allem, wenn man mal bedenkt, ein richtig schöner Anlass wie eine Hochzeit, da macht man Fotos. Und das sind Erinnerungen. Und wenn du dich dann auf dem Foto siehst, und denkst, oh mein Gott, warum habe ich doch nicht in Wäsche investiert? Ja, weil du guckst die Bilder jahrzehntelang an, die Enkelkinder sehen es dann irgendwann. Ja. Und es ist einfach, wenn man anders sich präsentiert, wenn man sich auch anders fühlt, die Wäsche drunter, ja, wenn man weiß, ist alles gut eingepackt, alles sitzt an der richtigen Stelle, wenn ich mich bewege, egal wie es dann ist, der Stoff gleitet dann drüber, ja. Oft ist es dann ja so, dass das dann wieder hängt, ja, weil es einfach nicht fließen kann, zum Beispiel, ne? Absolut. Also da kann ich dir wirklich nur, also vielen Dank, dass du das auch jetzt nochmal sagst und das nochmal bestätigst. Du hast auch, wir haben vorher schon ein paar Sachen angeschaut miteinander, du hast auch ein Teilchen da mit einem Stoff, der nichts verzeiht. Ja, ich glaube, das war ein graues Kleid, wenn du das einmal zeigst. Empfiehlst du dann sowas oder sagst du, okay, mit der richtigen Wäsche ist das wunderbar, wann lieber nicht? Erzähl mir mal. Also dieser Stoff ist ja sehr unkompliziert, der passt ja sogar in den Koffer, oder? Das ist ein super, super Koffermaterial, weil es so gut wie nicht knittert. Es trocknet total schnell und es ist dehnbar, stretchig ohne Ende. Aber wenn man hier drunter wirklich ein BH anzieht, wo eine Spitze hat, das sieht nicht schön aus. Ja. Oder ein normales T-Shirt ist genau das Gleiche. Die T-Shirts BH braucht man einfach. Ja. Und dann sollte man hier, weil auch der Schnitt so ist, dann wirklich gucken, dass die Brust da ist, wo sie sitzt. Weil sonst geht sie hier runter und dann macht es einfach die Wirkung kaputt. Ne? Und da komme ich wieder mit meinen Schalen daher, in alle Größen, ja, die es ja auch in große Größen gibt. Ja. Ich bin ja für solche Stoffe bin ich ja ein Schalenfan. Absolut. Also da, es macht viel mehr. Nee, das macht die Silhouette. Und genau, und dann kommen wir gleich zu der Taille. Also wenn du hast mir gerade so viel Vorlage gegeben, das mit der Taille, oder andersrum, also du hast ja gesagt, die größten Fehler sind einfach keine schöne Unterwäsche drunter und von der Silhouette mit der was, also, oder Farben oder so, gibt es da noch was, wo du mitgeben kannst als Rat, auf was man achten soll, auch von das. Ja, also gerade für Curfys, ja, gerade für Frauen, die ein bisschen mehr haben. Was kannst du da wirklich mitgeben? Was sollen sie denn besser machen? Also natürlich kommt es auf den Anlass drauf an. Aber ich finde, so immer gedeckte Farben, selbst zur Taufe und zur Hochzeit oder zum runden Geburtstag, warum trauen die Frauen sich nicht, Farbe zu tragen? Das ist traurig. Und wir können mit Haaren und Make-up fast jede Kleiderfarbe passend machen. Ja. Da gehört es einfach mal dazu, sich zu trauen, einen Schminkworkshop zu buchen, damit man das weiß. Das ist so auch für den Alltag. Dann steht man ganz anders da, man hat eine andere Präsenz. Unsere Kleidung strahlt eine andere Energie aus, weil wir uns einfach wohlfühlen. Ja. Und unsere Energie, die ist so maßgeblich, wie wir uns fühlen. Ganz wichtig. So. Machst du Schnittworkshops? Ich mache Make-up und Styling-Workshops. Das weiß ich, genau. Genau, und habe Produkte von Marlo Wills und dann gehört es einfach zusammen, ja. Ach so. Sich im Alltag anders präsentieren können. Also auch ganz Schnitte, einfach. Ja, was ist gut für meinen Körper, was die an für einen großen Busen, für einen kleinen Busen. Blusen hier, die verkaufe ich rauf und runter. Das wäre meine. Oder in Weiß, ja. Es ist ein Schnitt, der unkompliziert ist, aber da gehört auch wieder ein schöner BH drunter, damit die Brust einfach oben ist und dann einfach die Taille angedeutet ist, dann wird man schon wieder ein bisschen schlanker. Und die Farben, das ist ein Modell, das kannst du casual tragen, aber auch elegant zu Jeans oder zu einer Marlene-Hose, wenn dann die Proportionen stimmen. Das muss wichtig sein, dass das nicht ineinander sackig wird, sondern dass das Oberteil entsprechend dann, je nach Figurtyp, dann an der Leiste endet oder mit den Oberschenkeln oder wie auch immer. Aber das ist so wichtig, dass die Frauen sich dann mal trauen. Wenn ihnen was gefällt, dann ist das Intuition.
Und dann sollten sie dabei bleiben und nicht, ah, was mein Mann sagt oder was die Nachbarin sagt. Nein, bleib bei dir. Du hast dein Strahlen. Du darfst dich unterstreichen. Und dann kriegst du Komplimente. Weil deine Energie, du bist es einfach dann. Ja? Du hast dich nicht verstellt, du bist da. Absolut. Und das ist dann präsent sein, ist dann, wenn die Unterwäsche nicht zwickt und zwar. Ja, das noch. Stimmt, das stimmt. Und auch der gehört natürlich auch der Schlibi dazu. Ja. Der gehört auch dazu. Genau. Und eventuell einmal eine Shapewear. Genau, und da habe ich auch ein schönes Kleid. Ah, cool, das sehen. Da brauchen wir unbedingt, sollte man wirklich komplett drauf achten. Ich hoffe, man sieht es. Oh, wow! Es hat ein Stretch-Material und dann hier so ein Überwurf ein bisschen zum Kaschieren. Ja. Ja, das gibt es auch in verschiedene Farben. Aber hier, wenn man es dann ein bisschen sich mal von der Seite sieht, wäre schön, wenn das alles glatt ist, die ganze Silhouette. Ja. Wenn dann nicht hier das Schliff oder die Strumpfhose. Ja, oder, genau. Dass es da keine Rollen schlägt. Ja, genau. Also da finde ich auch. Also manchmal ist Shapewear einfach wie. Das geht nicht um schlanker zu werden. Wir wollen niemanden schlanker machen, weil wir sind, wie wir sind. Und ich finde es auch viel zu präsent, immer dieses, ah, das sieht mir dünner aus. Nein, ich sage mir, ich will gar nicht dünner aussehen. Es geht gar nicht. Ich bin ja zufrieden mit so, wie ich bin. Und ja. So geht es auch viele Frauen. Und es ist, man muss nicht dünner aussehen. Aber es geht ja darum, diesen Fokus von außen nicht auf die Schlibbi-Hose zu legen, die jetzt genau dort endet. Oder? Schöner. Oh, ist das toll. Superfarben. Die Damen, die Kleider nicht mögen, gibt es auch immer was Passendes. Entweder so eine Kombination. Ja, da braucht man auch, da ist zwar ein Puder drin, aber man sollte auch wirklich eine Wäsche drunter haben, wo nichts sich abzeichnet. Okay. Weil das ist so, weil das Oberteil jetzt nicht so lang ist, je nachdem. Ja. Je nachdem, wie die Figur halt einfach genau. ist. Ja. Und dann meine ich das, wenn man das dann anhat und auch ein Fotograf, ne, und man sich so hinstellt und dann, ne, das ist nicht ja. schön, wenn sich drunter anhat. Aber auch nicht jeder braucht es. Also es gibt Frauen, die sagen, nee, es ist wunderbar, da gibt es auch seamless Unterwäsche. Also wenn jemand sagt, ach, mir ist das zu heiß oder zu warm, auch wunderbar. Jeder muss selber das für sich. Aber es gibt alles, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und somit kann man natürlich auch so Kleider mit so ganz feinen Stoffe eben auch gut tragen. Weil man immer denkt, ja, kann ich das tragen? Ich mache lieber weiter, ich mache lieber andere Stoffe, damit ich ja nicht mein drunter zeigen. Genau, zum Thema Stoffe, was natürlich ist. Hier ein Anzug in Leinenmischung, den kann man lässig und elegant zeigen. Ja? Mit einem Paillettentop drunter oder dann mit einem witzigen Shirt mit Motiv und dann Sneaker dazu, dann ist der alltagstauglich. Dann ja. einen Sack dazu und dann ja, ansonsten Pumpsen und eine schöne schicke Handtasche dazu und ein schickes auch super. Dann ist das wieder eine andere Aussage. Ja, das ist, ja, das ist auch immer Anzug. Finde ich auch mit so einem Und zum Thema so figurnahe Kleidung. Ich hatte eine Kundin, die war jetzt in Italien, da waren 40 Grad zur Hochzeit. Die zieht dann für die Fotos, hat sie dann die Wäsche angezogen, es war eine italienische Mama. Und dann nach dem Fotoshooting hat sie das ausgezogen, weil es 40 Grad war. Aber ja. die hat sich zu helfen gewusst. Ja. Toll. Absolut. Ja, fand ich mega schön. Die hat sich sogar selber präsentiert, noch ohne Brautpaar. Oh, hat sie das genutzt und herrlich. Herrlich, wenn man die Frauen dann so erlebt, wenn sie so strahlen und sich wohlfühlen. Und dann sind die anderen Sachen, ja, die laufen dann richtig rund und flutsch, weil du die Energie ganz anders bist. Du kannst beides ja. und du kannst dein Leben ganz anders genießen. Rumzuppeln und rumzappeln und rumzappeln. Ja, man strahlt es auch wirklich. Also kann ich auch wirklich nur zurückgeben. Also wenn du mal was anhast, wo du dich nicht wohlfühlst. Und ich glaube, wir hatten das alle schon mal. Wow, was ist denn das für ein Zeichen? Ist das eine Handtasche oder ist das ein Gürtel? Erzähl mal. Jumpsuit, was würdest du empfehlen für den? Ach, der Jumpsuit. Ja, trägerlos, ganz klar. Trägerlos. Oder einen BH. Es gibt sogar besser wie trägerlos. Es gibt ein Trägerloser, wo du eine Seite des Trägers dran lässt, damit du so das Gefühl hast, ich habe ein bisschen Halt. Und trägerlos gibt es ja auch wirklich für große Größen. Wirklich, also da braucht mir keiner erzählen. Für mich gibt es keinen. Gibt es auch. Und einen eben dran lassen. So würde ich es machen. Der kaschiert ihn ganz leicht hier ein bisschen über die Hüfte durch den Schifferstoff. Und der ist mega cool zum Ausziehen. Da braucht man nicht. Ist das ein Jumpsuit, gell, hast du gesagt? Ja, genau. Das sieht aber auch ein bisschen wie ein Rock unten, weil die Hose so weit ist. Okay, bei Jumpsuit habe ich immer die, also ganz ehrlich,
Ich hatte mal einen Jumpsuit vor gefühlt 100 Jahren, das war mein Lieblingsding. Und ich sag dir, es ist eine Katastrophe, wenn du auf Toilette musst. Sorry, dass ich so sage. Deswegen hasse ich diese Jumpsuit, wo ich dann noch jemanden fragen muss, könntest du mir bitte den Reißverschluss nach hinten aufmachen? Das geht gar nicht. Also deswegen, ich bin so ein bisschen Jumpsuit geschädigt, wobei ich es cool finde. Also cool ist schon. Deswegen bin ich eher jetzt wieder Richtung Rock und Ja, Oberteil. es kommt aber aufs Modell drauf an, weil den hier habe ich auf der Messe so ein- und ausgezogen ohne den Reißverschluss, weil das auch ein stretchiger Stoff ist. Ah, Und aber er hat einen Reißverschluss, ja, er hat, aber du aber man kriegst muss den nicht. quasi so runter, Genau, oder? könntest du aber so zack, Arme runter, Echt jetzt? auf die Toilette, ja. Echt jetzt? Das finde ich jetzt auch gut, weil wirklich, also ich, Jumpsuit, wo du vorher gesagt hast, ja, ich habe Jumpsuit da, hab ich denke, oh, jetzt so meins, weil ich eben, wie gesagt, und gerade wenn man auf dem Fest ist, dann trinkst du Wasser und Weißwein und Genau, Prosecco und was weiß genau. ich, und dann trinkst und dann musst du ständig irgendwie immer auf Toilette, so geht es mir. Und dann habe ich schon Horror. Aber das finde ich ja richtig cool, das Teilchen. Darf ich das bitte nochmal sehen? Ja. Könnte was für mich sein. Okay, trägerlos und unten. Und Genau. wo ist die Taille dann? Ist die jetzt ziemlich in der Hier, Mitte? da wo der Schiffung ansetzt. Ja, ziemlich in der Mitte. Da können wir auch Gürtel noch rummachen, wenn man das will, oder? Will, genau. Ein Silbergürtel, du, der ist toll. Also, und den gibt es auch bis große Größen. Den hatte ich da bis Größe 52, Boah. ja, aber fast nur noch zwei Sachen sind da. Du, Den das glaube ich dir. Der haben wird sich. Brautmütter gekauft, den haben ganz viele Brautmütter gekauft, ohne Witz. Das glaube ich Gab sofort. acht. Also, du musst. Ja, du hast schon tolle Sachen, auch extravagante Das ist Sachen. immer so ein Irrglaube, ich darf zur Hochzeit kein Schwarz anziehen. Hallo, warum denn Ah, nicht? okay. Nur weil uns das erzählt wird, wenn du dich nur in Schwarz wohlfühlst, dann gehst du in Schwarz auf eine Hochzeit. Hallo, du bist präsent. Dann machst du ihn halt ein bisschen pfiffiger, Ja, ja? genau. Da kann man auch mal andere Schuhe, andere Farben. Man kann auch. Da Genau. könnten wir jetzt zu dem Jumpsuit, könnten wir jetzt zum Beispiel weiße Schuhe nehmen, weil der hat ja da oben auch das Weiß. Da könnten wir auch mal weiße Schuhe dazu und schon sieht das natürlich anders aus, Oder gell? Ich meine, genau. Das ist ich bin einfach kein. eine Styling-Geschichte. Ja, finde ich. Ich bin keine Modeexpertin, überhaupt nicht. Also deswegen frage ich so unbedarft. Und deswegen frage ich dich ja auch. Und vor allem, wie gesagt, Guck das mal. Thema. Oh. Bei dem Kleid ist es auch, da ist es umspielend, ja, aber da sollte trotzdem ein glatter BH drunter sein. Ja? Unbedingt. Der, das Kleid, auch wenn es jetzt umspielend ist, verzeiht nicht ab. Wenn der BH, also wenn die Brust so weit unten ist, sieht es Absolut. aus wie schwanger. Das muss hier gescheit sitzen. Hier. Genau. Hier muss das gescheit sitzen. Ja. Wenn es hier nicht sitzt, Und dann kannst du vergessen. die Größe Wunderbar. 48 und ein riesen viel Brust und die kann das tragen. Die ist vielleicht gut, die ist jetzt ein bisschen größer wie ich, aber Wunderbar. die trägt es mit einer vehement Präsenz. Mega, kommt richtig cool an. Ja. Wow, was hast du noch alles versteckt? Und noch was steckt habe, ist hier zum Beispiel so eine Jersey-Kombi, wo man auch schick stylen kann. Auch wieder super für den Urlaub, für den Koffer. Das hier so ein Silberstreifen. Macht das ein bisschen extravaganter. Aber das gibt es auch immer in verschiedene Farben. Und das ist auch was ich rauf und runter verkaufe, so wie die Bluse. Sehr geil. Das ist noch nicht. Also was mich jetzt nur im Allgemeinen interessiert, ist zum Thema, also wir hatten jetzt ja Farbe, Material. Kannst du da ein bisschen was zur Rocklänge sagen? Was hast denn du da für Erfahrungen bei dir? Ja, also hast du da Erfahrungen? Sagst du Ja. ja, kurz oder ja, erzähl mal ein bisschen was. Kommt drauf an, wie die Frauen sich mit ihren Beinformen auch wohlfühlen. Also über Knie ist bei über 80%. Ja. Dass jemand so ganz kurz hat, das ist nicht wirklich mein Publikum. Okay. Aber das darf man sich natürlich, aber so diese italienische Rocklänge, die bis am Knie aufhört. Hast du da Ja. auch, also ich will jetzt, brauchst jetzt gar nicht alles irgendwie durch die Nadel, sondern aber das ist das, was du auch hast, so die italienische Nein, noch Länge, dann an eben, der Stelle habe ich noch ja, da. genau. Aber die meisten gehen dann wieder auf Maxi-Kleider. Ja, das hat Ah, echt auch jetzt? mit Größe zu tun, weil wenn du heiratest, ist dein Kleid auch bodenlang. Ja, das Dann stimmt. ziehst du das auch an. Ja, deswegen Ach jedes so. Sommerkleid, jede Frau kann die Maxi-Kleider tragen. Das ist Stimmt, das ist ja auch viel jetzt im Sommer gewesen, ja, gell, diese Maxi-Kleider. genau. Und ja, und man muss jetzt immer gleich overdressed wirken, gell? Man kann es auch Gar ein nicht, bisschen, gar nicht. gell? Und viele sagen, ich bin klein, ich kann das nicht tragen. Wir kennen das, Natürlich kannst du es tragen. ja, das stimmt. Das stimmt, das würde ich glaube auch sagen. Ja,
Aber deswegen haben wir ja jemand wie dich und kannst auch ausprobieren, weißt du, wenn du dann halt, du möchtest jetzt ja online auch weitermachen, ja. Oder was, weitermachen? Ja, doch, weitermachen, weil du machst das ja schon online. Wie das geht, weil ich höre hier auf, es ist mir irgendwie zu langweilig geworden. Ende vom Monat schließe ich hier. Ich mache hier einen krassen Ausverkauf von 50-70%. Die Sachen gibt es, wie gesagt, nicht online. Ist alles aus Europa. Eine Firma ist aus Kanada, gerade die mit den festlicheren, schickeren Sachen. Frank Lyman. Und da bin ich, ist wie es ist. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Mich ruft was ganz anderes. Aber ich bleibe auf Facebook mit dem Kanal Secondhand bis Größe 54 habe ich den, glaube ich, genannt. Da stelle ich die Sachen ein. Alles aber es ist kein Secondhand. Nein, es ist die Neuware. Aber es geht darum, ich verkaufe das, weil es 50% reduziert ist. Okay. Ich habe auch von mir ganz viele Sachen. Durch mein Abnehmen. Ich hatte eine 46, jetzt habe ich eine Größe 40. Ja, da werde ich einen Online-Kurs machen, ein Online-Business vermutlich. Ich weiß es noch nicht. Und die Frauen begleiten als Bewusstseinsmentorin mit Schwerpunkt Gewichtsverlust. Und ganz coole andere Dinge, wie Energie geht und tralala, weil ich sage auch, unsere Präsenz strahlen wir aus durch Kleidung. Und wenn wir uns in der Kleidung wohlfühlen, dann können wir uns schon mal erfolgreicher darstellen. Je nachdem gehen wir zum Vorstellungsgespräch. Ja, da ist einfach das Outfit wichtig, weil ich strahle das aus. Ich strahle Erfolg aus. Oder ich will abends weggehen. Ey, ich bin heute sexy. But lady, ich bin der Killer. Für die Herren, ja. Dann strahlt die Kleidung aus und schützt es mit der Kleidung. Und dann auch wieder sexy Unterwäsche im BH, der aus dem Dekolleté rausblitzt. Ja? Die Susanne hat da richtig geile Sachen. Die hat sogar für mich, ich hatte ja ein 85 GH gehabt, hat die mir ein BH gehabt, wie nennt sich es nochmal, so ein Balkoné. Mega, mega cool. Genau für entsprechende Ausschnitte. So, ja. Oder hier, dann, weil ich schaffe dann auch mit Silikonpolster, die schiebe ich mir herein, weil viele BHs einfach die Brust nicht so zusammendrücken. Aber ja, du möchtest immer. Genau, wenn ich schon was habe, dann zeige ich das in der Bläser und dann drückt die Brust hier zusammen und dann spiele ich auch damit. Warum nicht? Wir können damit. Und um das geht es jetzt gerade nochmal, das ist ein gutes Stichwort zu sagen, wenn man jemand zuhört und sagt, Mensch, was wünschst du dir? Es geht nicht darum, dass es richtig oder falsch gibt. Es gibt keine, der eine sagt, um Gottes Willen, die macht sich sogar ein Polster rein. Ja, aber wenn du das möchtest, die andere möchte einen Minimizer, die eine möchte eine Paillettenbluse unter den Hoseanzug, die andere möchte gern diese weiße Bluse mit Sneakers und da geht es doch nicht darum, um richtig und falsch und was sollte man machen, sondern ums Wohlfühlen und da kann ich dir wirklich nur zurückgeben, wenn du Polster willst, nur kriegst du Polster. Ich habe einen schneller Ausschnitt-Dekolleté, ja, da guckt da jeder. Oh Gott, that's me, that's life. Das bist du, richtig, Josephine, das bist du, absolut. Es ist immer wieder schön, mit dir zu quatschen und du hast uns wirklich sehr bereichert. Jetzt weiß ich nicht, ob noch irgendwelche Fragen sind. Ich habe auch vergessen zu sagen, dass man eigentlich fragen kann, wenn jemand noch Fragen hat. Dieses Video wird ja natürlich auf YouTube gestellt und auf Instagram. Und ich würde es dir, wenn du möchtest, Josephine, zur Verfügung stellen für Facebook. Da bin ich jetzt nicht ganz so stark, wobei ich könnte es auch einstellen und dich verlinke. Das muss man mal sehen. Und wenn da Fragen sind, bitte fragt. Ja, also in Kirchheim bist du jetzt noch zu finden bis Ende vom Monat. Genau. Danach online. Und wenn jemand wissen will, hey, wie funktioniert das online? Du kennst doch meine Größe gar nicht. Du kennst doch gar nicht meine. Dann, ja, ich weiß, wie es funktioniert, weil ich berate BHs online. Das kann sich auch keiner vorstellen. Also ich weiß, dass es funktioniert. Da habe ich keinen Zweifel. Und wenn man sich, und da kommen wir wieder auf das Thema, sich einlässt und einfach sich Zeit nimmt und die Frauen zuhört, was möchte ich denn, wie möchte ich mich fühlen, möchte ich bam oder möchte ich lieber ruhiger sein, dann klappt das auch alles. Wunderbar. Ganz genau, so sehe ich das auch. Ja, so siehst du das auch. Also wir haben, was ist zu beachten bei der Abendmode, das hatten wir, jetzt warten wir noch ganz kurz, ob vielleicht doch noch eine Frage kommt. Also einfach nochmal zusammenfassend, also was muss man beachten? Vielleicht noch immer ein Satz dazu, was muss man beachten bei der Mode, bei der Abendmode, wenn man das kauft? Vielleicht kannst du nochmal ein Satz dazu sagen, zusammenfassend. Also bei der Abendmode natürlich auf Anlass, möchte ich Farbe, welchen Schnitt habe ich, das geht nach der Figur Form, ja, dann
drunter, was drunter für ein BH ist oder sowas. Wie gesagt, gebe ich deinen Kontakt weiter. Ich sage dir schon ein bisschen was dazu, wie es ungefähr am besten wirkt. Manchmal brauchen wir noch ein extra Unterkleid, damit es einfach des Kleids oben drüber schön fällt, ja, dass einfach dann die lockere Schwingung, dass es einfach das Kleid zum Wirken kommt, ja, auch unter manche Hosen sollte man Shapewear haben, weil das dann anliegt, ja, und dann manchmal ein kürzeres Oberteil ist und dann ja Rocklänge, Knie, Wade, Maxi, ne, also Knie, Midi, Maxi-Länge, je nachdem, wie man es gewünscht ist. Manchmal ist wirklich dann so ein richtig schickes Abendkleid bodenlang gewünscht, habe ich auch die Quelle, kann man dann auch sich zukommen lassen. Aber dann ist das wirklich ein Ausprobieren und mal eine Farbe bei mir dann auszuprobieren. Ja? Da sieht man sich plötzlich ganz anders, wie wenn man immer nur gedeckte Töne sonst trägt. Ja? So zum, und dann das sehr Thema schön, die Arme. Viele wollen die Arme nicht zeigen. Da gibt es ganz tolle, ja, Möglichkeiten, wenn man Sachen hat, die ohne Arm sind, dann kann man auch super mit Tücher arbeiten, mhm, die man da durchzieht und dann hier unten verknotet oder so. Mhm. Gibt es ganz tolle. Ah ja, stimmt, ich kann mich erinnern, da bist du außer Profi mit den Tüchern. Ah, vielleicht machst du ja mal ein separates Video, das war doch auch mal was. Mit Tüchern habe ich das nicht gemacht. Nee, nee. Ja. Aber ich zeige das immer wieder die Kundinnen hier. Ich hatte dann lichtere Tücher da, die man dazu gekauft hat, weil ich kaufe in der Regel dann schon Mode ein, die armbedeckt sind, weil ich hatte auch eine Basketballspielerin, Profispielerin, Anfang 30, die keine Kurzarmsachen getragen hat. Mhm. Ey, die war durchtrainiert, aber gut, die fühlt sich dann nicht wohl. Hat Selbstbewusstsein. Genau. Ja? Mit richtig und falsch. Es gibt kein richtig und falsch. Wenn sie das möchte, ihr eigener Prozess. Genau. Ich kann sie immer nur wieder meinen Kundinnen anbieten. Genau. Und dann Möglichkeiten aufzeigen, wie man das dann ein bisschen wohlfühlgerechter tragen kann, sagen wir es mal so. Wow. Josephine, dem ist nichts mehr zuzufügen. Ich finde, es war ein ganz tolles Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Du bist eine tolle Frau, machst einen tollen Job, würde ich echt sagen. Vor allem auch wirklich, du nimmst dir Zeit, du bist sehr positiv und strahlst es eben auch aus. Und genau deswegen nimmt man dir alles ab, also dieses ab. Also, dass du einfach sagst, bin ich, das bist du. Und das, und das transformierst schon weiter. Genau. Liebe Susanne, ich danke dir auch. Ganz herzlichen Dank für deinen Beitrag, für den Gewinn. Und ich bin lange Kundin bei dir und ich werde lange Kundin bei dir weiterhin sein, danke, weil du einfach meine Bedürfnisse kennst, du hörst mir zu. Ja, und dann findet man immer das Richtige. Und du hast ja eine Granatenauswahl. Ja, das stimmt. Ein Push-up für meine Abgröße. Halleluja. Genau, also Josephine, ich wünsche dir eine super, super Restwoche und ich freue mich sehr, wenn ganz, ganz viele Frauen sagen, wow, die Josephine, die muss ich jetzt mal kennenlernen. Ja. Also geht auf den Link und kontaktiert sie und ja, ihr werdet glücklich. Josephine, Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ade. Ciao. Ade, genau, wir sind beide Schwaben. Adele. Ciao. Ciao, Susanne.